Herzlich willkommen am Lagerfeuer, du wundervoller Mensch. Ich freue mich gerade so richtig, dass du dir diese Zeit schenkst, denn heute geht es um dein pralles Leben und wie du noch mehr Problemlösungsorientierung in dein Leben einladen kannst und dann richtig durchstarten kannst. Es geht um richtig gute Fragen. Es geht darum, welche Fragen du dir stellst und welche Fragen du dir besser stellen solltest und darum, was das alles mit einem erfüllten Leben zu tun hat. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration beim Zuhören und dass du gute Impulse mit in dein Leben nehmen kannst und sie ab und zu erinnerst, damit es abgeht Richtung Glück. Ich habe am Ende dieser Folge eine Überraschung für dich, also bleib dran. Es ist ein Geschenk, das ich fünf von euch machen möchte und du darfst dich darauf freuen. Also gute Fragen. Wenn du dich jetzt mal kurz an ein Gespräch erinnerst, aus dem du rausgegangen bist und dachtest, boah, ja, da hat mir jemand so eine richtig gute Frage gestellt und vielleicht beschäftigt dich diese Frage sogar noch tagelang und lässt dich nachdenken, tiefer gehen. Wenn du jetzt genau dahin zurückgehst in so eine Situation, vielleicht fällt dir sogar eine Frage ein, die mal dein Leben so richtig bereichert hat oder sogar in eine neue Richtung geschubst hat, dann überleg kurz, was für eine Qualität hatte diese Frage. Was hat diese Frage besonders gemacht? Wenn dir jetzt gerade nichts einfällt, dann kannst du überlegen, was würde denn eine Frage für mich besonders machen, damit sie mir einen neuen Blickwinkel schenkt. Ja. Und der nächste Schritt ist, überleg dir mal, welche Fragen du dir den ganzen Tag stellst. Das ist nämlich wirklich so. Wir laufen durch den Tag und stellen uns die ganze Zeit Fragen. Das passiert meistens unbewusst und unser Gehirn reagiert auf Fragen immer so, dass es nach einer Antwort sucht. Und dann ist es ja logisch, dass die Qualität unserer Fragen über unser Leben entscheidet. Spür mal rein, vielleicht kannst du da sofort mitgehen oder du denkst, Katrin, was erzählst du für einen Quatsch? Ich mache jetzt hier mal aus und gehe zum nächsten Podcast. Aber bleib da. Ich lade dich wirklich ein, mal offen zuzuhören und reinzugehen und dich selber zu beobachten in den nächsten Tagen. Welche Fragen stellst du dir vielleicht? Wenn Menschen zu mir kommen ins Coaching, dann ist es ganz häufig so, wenn ich diese Frage stelle, dass dann kommt, warum? Warum funktioniert das nicht? Warum ist dieser Mensch so? Warum war meine Kindheit, wie sie war? Und diese Fragen sind nicht lösungsorientiert. Die können uns helfen, tiefer zu gehen, besonders die mit der Kindheit. Aber sie wird uns nicht nach vorne bringen. Und ich möchte dir hier jetzt in diesem Podcast, in dieser Folge gute Fragen schenken. Das kommt gleich, aber erstmal möchte ich dich zu einem Bild einladen. Stell dir mal vor, du stehst an einer Weggabelung und auf der einen Seite steht immer so weiter Weg und auf der anderen Seite ist die Wunschlebenstraße. Und der immer so weiter Weg, der ist der, den du schon kennst und der ist der, der dir Vertrautes schenkt. Und der ist ein bisschen enger, deswegen heißt er ja auch Weg. Und auf der anderen Seite ist diese Wunschlebenstraße. Vielleicht ist die manchmal ein bisschen zu breit, zu weit, zu hell. Und dann entscheiden wir uns für den Weg. Und dann geh doch mal wirklich in Gedanken jetzt diesen immer so weiter Weg entlang. Du biegst also links ab in diesen Weg
Und spür da mal rein, du gehst diesen immer so weiter Weg. Und wie fühlt sich das denn an, falls es etwas gibt in deinem Leben, was gerade nicht so läuft, wie du dir das wünschst, und du biegst auf den Weg ab, auf den es immer so weitergeht? Dann ist der Untergrund manchmal so ein bisschen sumpfig und wir rutschen ab. Vielleicht ist er auch ganz schön hart und es fühlt sich so an, als könntest du gar nicht weitergehen. Spür, wenn es geht, wenn du gerade kannst, in deinen Körper und fühl mal die Enge, die da entsteht. Dieser Weg ist so, ja, so ein bisschen dunkel. Und auf diesem Weg bleiben wir. Wir bleiben auf dem immer so weiter Weg, wenn wir uns die immer gleichen Fragen stellen. Ich glaube, es war Einstein, der gesagt hat, du kannst ein Problem nicht auf der Ebene lösen, auf der es entstanden ist. Und du kannst auch ein Problem, das füge ich jetzt hinzu, nicht auf, mit der Frage lösen, die du dir schon immer gestellt hast. Wenn du also darauf beharrst, dass du weiterhin dich fragen möchtest, warum oder wieso macht dieser Mensch das immer, dann wirst du auf dem immer so weiter Weg bleiben. Wenn du darauf beharrst, dich weiterhin zu fragen, wieso habe ich immer so ein Pech, wieso haben die anderen immer so ein Glück, wieso habe ich so wenig Geld? Wieso? Ja, ich weiß nicht, dir fällt bestimmt noch ganz viel ein. Ich könnte jetzt aus meinem Leben noch ein bisschen dich mitnehmen, aber da wollen wir ja gar nicht hin. Wir wollen jetzt heute nicht in die Probleme eintauchen, sondern wir wollen diesen immer so weiter Weg heute und wenn es nur für heute oder für eine halbe Stunde ist, verlassen. Und stell dir mal vor, du drehst diesem immer so weiter Weg jetzt den Rücken. Du gehst also, du drehst dich um, du gehst dieses Stückchen Weg, das du schon eingeschlagen hattest, gehst du wieder zurück bis zur Weggabelung. Und jetzt mach dich mal in Gedanken weit, richte dich auf. Vielleicht kannst du sogar auch, falls du gerade nicht am Steuer sitzt, die Arme ausbreiten. Und du entscheidest dich für die Wunschlebenstraße. Du biegst jetzt ab. Das macht vielleicht ein bisschen Angst, weil das kennen wir nicht. Aber da sind die ganzen Sachen, die du dir so sehr wünschst. Stell dir vor, du gehst also diese Wunschlebenstraße entlang. Vielleicht kannst du sie sogar ein bisschen entlang tanzen. Vielleicht geht das schon. Vielleicht bist du aber auch ganz vorsichtig und gehst so einen Schritt nach dem anderen, ganz, ganz langsam in deinem Tempo. Stell dir vor, da ist es ganz hell und weit. Und an diesem Baum, an dieser Straße stehen Bäume. Deine Lieblingsbäume. Und an den Bäumen hängen Zettel. An diesen Bäumen hängen Zettel, auf denen die guten Fragen stehen. Stell dir weiter vor, du kannst jeden Tag entscheiden, diese Straße zu nehmen, in jedem Moment deines Lebens und eine gute Frage von einem der Bäume pflücken, damit dein Leben weiter und leichter und glücklicher wird. Vielleicht kommt genau in diesem Moment jetzt in dir schon eine Frage hoch, bei der du denkst, ja, das wäre wirklich mal eine gute Frage, die ich mir stellen könnte. Vielleicht kommt aber auch gar nichts und deswegen pflücke ich jetzt für uns alle einen Zettel von einem der Bäume und ich lese dir die erste gute Frage vor. Die lautet: Was habe ich noch nicht gesehen? Stell dir vor, du bist in einer Beziehung, die vielleicht noch nicht so läuft, wie du es dir wünschst, oder in einer Freundschaft oder am Arbeitsplatz und du möchtest irgendetwas ändern. Und du denkst, du hast doch aber schon alles angeguckt. Du hast dir alles aufgeschrieben, was da gerade nicht läuft. Und du hast auch schon überlegt, was die Lösung sein könnte. Aber es geht einfach nicht weiter. Die Lösungen, die du dir ausgedacht hast, funktionieren nicht. Es kommt immer irgendwas dazwischen. Und du bist ratlos. Du denkst so, dass, ja, ich weiß da nicht weiter. Warum geht das hier nicht weiter?
wäre vielleicht die Frage, die wir uns in so einer Situation auf dem immer so weiter Weg stellen würden. Wie wäre es also, wenn du dir die Frage stellst, was habe ich noch nicht gesehen? Oder sogar, was habe ich noch nicht gegeben? Das kann ganz schön schmerzhaft sein, denn unser Ego redet uns ja schon öfter mal ein, dass wir ja alles schon gegeben haben. Wir sind jetzt nicht mehr bereit, da noch zu investieren, was auch okay sein kann natürlich. Aber wenn du da bleiben möchtest in dieser Situation, möchtest da nicht rausgehen oder kannst es vielleicht auch nicht, dann frag dich doch einfach mal ganz offen, was habe ich noch nicht gegeben? Nicht, was hat der andere noch nicht gegeben, das kannst du sowieso nicht ändern. Was habe ich noch nicht gegeben? Boah, das ist ganz schön selbstermächtigend. Ich pflücke uns mal noch eine Frage. So, zack, hier. Wie möchte ich mich fühlen? Stell dir vor, du bist in einer Situation, in der gewohnheitsmäßig Ärger hochkommt. Zum Beispiel Stau. Du fährst also auf der Autobahn und du gerätst in einen Stau und du kommst da nicht weg. So, jetzt ärgerst du dich vielleicht, dass du zu spät kommst. Du stellst dir vielleicht die Frage, wieso bin ich nicht vorher abgebogen? Ich wusste doch, dass hier der Stau ist. Du steckst fest und steckst in deinem Ärger, vielleicht im heißen Auto. So, heute hier ist ganz schön heiß. Bringt aber nichts. Du kannst die Situation ja nicht verlassen und das gilt für so vieles in unserem Leben. Es gibt Situationen, die können wir nicht verlassen. Und dann steigern wir uns in ein Gefühl, das uns nicht gut tut. Wenn wir dann achtsam sind, wenn wir es schaffen, so einen Schalter umzustellen und uns vorzustellen, so ich verlasse diesen immer so weiter Weg, ich möchte jetzt nicht in dieser Enge unterwegs sein, ich möchte meinen Wunsch leben, ich möchte mich gut fühlen. Und dann frag dich, wie möchte ich mich jetzt fühlen? Und dann, und was kann ich dafür tun? Nicht der andere, wieder nicht der andere. Was kann ich ganz persönlich dafür tun? Und wieder selbst ermächtigt. Super duper Selbstwirksamkeit, raus aus dem Gejammer. Ich liebe es. Und glaub mir, ich bin häufig, naja, nicht mehr ganz so häufig, aber schon manchmal immer noch auf dem immer so weiter Weg unterwegs. Und es ist ein unglaubliches Geschenk, es zu schaffen, so von oben drauf zu gucken und zu sehen, boah, ich bin auf diesem immer so weiter Weg und das wird immer enger. Ich habe da keine Lust drauf. Was kann ich ganz persönlich tun? Was kann ich ganz persönlich ändern? Noch eine ganz schöne Frage, die auch ganz viel ändert, ist, wofür möchte ich dankbar sein? Wofür kann ich jetzt in diesem Moment, diesem Menschen, der mich vielleicht gerade fürchterlich aufregt, dankbar sein? Und du wirst sehen, bam, der Fokus ändert sich sofort. Und wenn du auf gar keinen Fall dankbar sein möchtest, weil es da nichts gibt, dann frag dich so, und was kann ich tun? Kann ich diese Situation ändern? Wie kann ich diese Situation ändern? Und manchmal besteht dieses Ändern in einem Gehen. Aber das ist ein anderes Thema. Hier geht es um gute Fragen. Ich pflücke uns noch eine Frage. Und diese Frage ist eine, die wir als Kinder geliebt haben. Vielleicht, also du bestimmt auch. Diese Vorstellung, dass jetzt eine Wunschfee kommt und du hast genau einen Wunsch frei. Und als Kinder haben wir diese Frage geliebt, weil sie so magisch ist. Und wahrscheinlich hast du auch diesen Trick angewendet, dass du sagst, nein, dann wünsche ich mir unendlich viele Wünsche. Das gilt jetzt hier an der Stelle nicht. Die Frage ist immer noch magisch, auch wenn wir erwachsen sind. Und sie kann uns auch ganz schön unter Stress setzen, so ein bisschen Angst machen, weil
es ja vielleicht noch ganz viele Wünsche gibt. Und jetzt stell dir vor, du hast aber nur einen frei. Und dann fängt dein Gehirn an zu überlegen, was ist denn jetzt hier, was ist besonders wichtig, was möchte ich wirklich, was ist wirklich mein Wunsch, was will ich? Eine Entscheidung treffen, erwachsen eine Entscheidung treffen. Dazu brauchen wir nicht nur unseren Kopf, denn der hat jede Menge Argumente, die uns nicht weiterhelfen. Dazu brauchen wir unser Herz. Ich werde darüber eine weitere Folge machen. Und weil unser Herz uns so sehr dabei hilft, gute Entscheidungen zu treffen. Ja, ich bin unglaublich gespannt, welche Fragen dir geholfen haben. Und was deine magischen Fragen vielleicht sind. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du sie hier drunter schreibst, falls du gerade auf YouTube zusiehst. Und ich habe dir eine Überraschung zum Schluss versprochen, ein Geschenk von mir für dich. 5 Menschen von euch möchte ich schenken, dass sie mich herausfordern dürfen. Denn ich behaupte ja immer mal wieder, dass ich richtig gute Fragen stellen kann. Und du darfst mich auf die Probe stellen und mir dein derzeitig vorherrschendes Problem, deine Herausforderung kurz beschreiben in einer Mail. Ich verlinke die Mail hier unten drunter. Und die ersten 5 von euch werde ich einladen zu einem Blitzcoaching. Einzelsessions, 15 Minuten schenke ich dir. Und du schilderst mir in diesen 15 Minuten nochmal kurz deine Herausforderung und ich schenke dir eine Frage, mit der du weitergehen kannst und die dir helfen wird, den nächsten Schritt zu machen. Darauf kannst du dich wirklich freuen und ich freue mich auf dich. Und jetzt wünsche ich dir ein fantastisches Wochenende, eine großartige Woche. Und ich freue mich, wenn du dich nächste Woche wieder ans Lagerfeuer setzt. Alles Liebe, deine Katrin.